Und damit Wahrheit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen und wahrscheinlich sehr erwartbaren Let's Relive. Und ich habe mich schon sehr lange drauf gefreut. Vierte Generation, definitiv Top 3, wenn nicht sogar Top 1 aller Pokémon-Generationen. Wir spielen Pokémon Platin. Und ich freue mich extremst drauf, wirklich extremst. Das war, glaube ich, die Edition, wo ich mit Abstand am meisten Zeit reingesteckt habe. Also wirklich mit Abstand, aufgrund von einigen sehr, sehr coolen Sachen. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Ich glaube, wir brauchen keine Infos. Nach drei Generationen, die jetzt hier schon auf dem Channel sind, sollten wir das doch mittlerweile kennen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Kein Ding. Oh, ein Haspiror. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen was über dich? Verratst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir es wirklich aussuchen können, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder konnte man es in Smaragd auch schon aussuchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier erstmal bei der wahren Antwort. Ah, du bist also ein Junge? Jawohl. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, natürlich. Das ist natürlich wie eh und je. Bist du die Select-Taste? Bist du die Select-Taste. Perfekt. So. Ach Gott. Ich bin immer wieder verwirrt, wenn es nicht Querz ist, also wie auf der Tastatur beim PC. Du bist also Hamster. Jawohl. Sehr schön. Du bist also Hamster? Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie heißt der wohl? Oh Gott, wie nenne ich den denn? Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Okay, ich glaube, ich habe was. Aufgrund von Foreshadowing nennen wir ihn so, Lycos. Was es damit auf sich hat, werdet ihr in sehr entfernter Zeit leider aufgrund gewissen sehr beschissenen Dingen erfahren. Lycos, sagst du? So heißt dein Freund also? Ja. Nun, Hamster, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Ich freue mich. Diese Schrumpfsache, das ist einfach so nice. Ich weiß nicht. Da weiß man, es geht los. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe, ihr Jubelstadt-TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nein, ich habe mich bewegt. Verdammt! Jo, da bist du ja! Hey Hamster, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eibe ist der super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen, damit er uns welche abgibt. Bestimmt. Hey, ist das der neue PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Hamster. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Okay. Ja. In der... okay, ich darf noch nicht Start drücken? Oh! Ich bin sofort wieder da. So, und dann sind wir jetzt hier wieder. Ich musste leider ein paar Sachen ändern in den Controls. Und wir nehmen natürlich erstmal Texttempo 3, dann Kampfstil wie immer, Folge. Ja, wir wollen es ein bisschen schwierig wenigstens haben. Und Rahmen, das ist natürlich das Wichtigste. Ich gehe erstmal durch alle durch, weil ihr wollt die vielleicht auch sehen. Oh, Motiv 9 ist, glaube ich, mein Favorit. Wobei da auch einige andere sehr, sehr... Was ist das denn? Ist das ein Geschenk? Einige andere sehr cool aussehen. Okay. Hier ist was sehr Klassisches, so Gen 1-Style. Okay, was komplett Weißes. Ich glaube, ich gehe mit Nummer 9. Nummer 9 sieht echt nice aus. Ja, gewählte Einstellung übernehmen. Perfekt. X-Knopf öffnet das Menü. Ja, das funktioniert jetzt nämlich auch. Woo. Nice. Hamster, Lucas ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Jawohl, das ist er. Wie gesagt, der Freund, Rivale, Brudi, whatever. Hamster, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon können dich angreifen, wenn du ins hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber pass auf dich aus, Liebling. Wie gesagt, der ist etwas arg hyperaktiv, wie wir noch feststellen werden. Die Musik der 4. Gen gefällt mir jetzt schon so gut. Hey, Hamster, Lycos hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Okay, ich gehe zu ihm. Wo wohnst du denn? Ich glaube, er wohnt hier. Jawohl, ja, denn die Häuser gehören wie immer den Kindern. Easy. Bums. Was? Was? Wie? Oh, hey, Hamster. Hey, ich gehe zu Professor Eibe. Und, kommst du mit? Beeil dich. Ah, ich habe was vergessen. Vor allem der Musikwechsel ist einfach so gut. Oh, hi, Hamster. Du sollst bestimmt Lycos? Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Nichts Gutes. Ja, das nehme ich mein Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hi, Hamster. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Pokédollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Alles klar. Ich habe gar nicht in den PC geguckt, ob da ein Trank ist. Sollten wir das vielleicht nochmal eben machen? Ich habe mir auch gar nicht mein Zimmer richtig angeguckt. Ich bin hier so erfreut darüber, dass die 4. Generation losgeht, dass ich das alles irgendwie ausgeblendet habe. Wir gehen nochmal rein. Also unser Haus hat eine schöne kleine Küche, einen Fernseher, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer. Und unsere Mutter hat wie immer kein Schlafzimmer. Easy. Okay, wir haben relativ simpel eingerichtet und hier steht jetzt die Wii-Konsole. Der Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Wie immer, okay, hier steht nur Grundwissen über Pokémon. Nevermind, nevermind. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Trank in unserem PC, aber da haben wir anscheinend gar keinen richtigen PC. So, Zweiblattdorf. Ach man, diese Region, dieses Spiel, diese Generation, das wird einfach so, so nice. Ich freue mich schon so unendlich drauf. Bist du langsam? Also gut, lass uns zu Professor Eibes Labor gehen. Hä? Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Ah, keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras läufst, nicht wahr? Haha. Also, du musst nur schnell genug vom Fleck Gras zum nächsten rennen. Bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir St. Gamma erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Ha, also bleib mir einfach dicht auf den Fersen. Und los geht's. Auf die Plätze. Wartet. Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohe Gras gehen? Hey, also ist dieser Obi, ist dieser Professor Eibe? Habe ich recht? Was macht der denn hier? Ah. Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun, was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit verändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, er liebt Pokémon wirklich, oder? Nö. Hey, warte mal, was erzählst du denn da? Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Daher frage ich nochmal. Ihr beide, liebt ihr Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Nee. Wie bitte? Das kannst du nur 1000-mal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden 1000-mal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, Hamster, oder? Ja, ja. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne ein Pokémon zu haben. Ich denke mit Schauder daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. und ich, dann verzichte ich hier auf ein Pokémon, denn ich war es, der unbedingt zu Gras gehen wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch bei den Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe, wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So, wo habe ich denn nur? Professor Eibe, Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite an Pokémon und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt euer Pokémon. Gut, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Wirklich? Professor Eibe? Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so glücklich, dass es nur noch grinsen kann. Oh, Hamster, du kannst erst wählen. Hey, ich bin ja schließlich so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig meine Zurückhaltung üben. Puh. Okay. Sehr ironisch, dass der Typ das sagt. Okay. Und ich muss sagen, das wird vielleicht in allen Pokémon-Spielen die schwerste Entscheidung. Sieh mal, da ist ein Pokébäller. In jedem davon befindet sich ein Pokémon. Trifft bitte eine Entscheidung. Welches Pokémon soll es sein? Weil alle drei Starter dieser Region sind einfach super nice. Wir haben einmal Plinfa. Das nehme ich sonst immer eigentlich. Das nehme ich sonst immer, weil Impolion einfach super geil ist. Panflam ist aber auch super cool mit Manferno und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Chelast, was so Shelterer oder Shelterer wird. Das ist halt auch super cool. Ich überlege gerade zurück. Also... Ich habe mich verklickt. Nicht schon wieder. Das ist in Silber auch schon passiert. Da wollte ich Flemly wählen und habe aus Versehen Kanimani gewählt. Ups, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Ich wollte nicht hier deswegen, sondern ich wollte Panflam winken. Wie gesagt, alle drei Pokémon sind super cool, aber wir hatten jetzt Kanimani. Danach hatten wir Geckarbor, von daher würde ich sagen, ist einfach wieder ein Feuer-Pokémon dran und deswegen nehmen wir Panflam. Dann wähle ich Plinfa. Ich nehme dieses Plinfa. Ah, sehr gut. Ihr habt beide eine gute Wahl getroffen. Aber hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun euch gehören, sind mit der Welt nicht vertraut und daher ähneln sie in gewisser Weise euch. Da ihr und eure Pokémon daher so Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in St. Gamma aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid, lasst mich bitte durch. Die Szene habe ich nie verstanden, warum sie sich da entschuldigt. Oh, was sagst du? Professor Eibe ist voll nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Hamster. Hey. Wir besitzen nur beide Pokémon. Das gibt's nur eins für uns zu blumen. Bist du bereit? Nö. Was ist das denn für eine Einstellung? Ein Nein lass ich nicht gelten. Hamster, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt's nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Ja, komm. Ich wollte sowas schon immer mal sagen. Die Zeit ist endlich gekommen. Hamster, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Yo, nice. Wie er abgeht. Okay, wir spielen gegen Plinfa und wir haben einen Panflam. Es ist männlich, natürlich. Es ist leider nicht shiny, eigentlich sehr, sehr schade. Na, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es shiny ist. Ich habe gerade übrigens gemerkt, dass man... Oh, nein, das ist sehr uncool. Was? Das hat weh. Dass man in dieser Generation nicht unbedingt gut speeden kann, weil ich leider nicht so viel Speed hinkriege, wie ich gerne hätte. Okay, während er Heuler spammt, sollten wir vielleicht noch einmal Silberblick einsetzen, damit wir wenigstens ein bisschen Damage machen. Weil wir machen sonst gleich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist im Endeffekt. Okay, ein drittes Mal setzen wir Silberblick ein und dann gehen wir auf den Kratzer. Weil die Defensive von Plinfa ist halt gar nicht so bad für ein Starter-Pokémon. Okay. Kratzer. Bam. Das macht nichts. Es macht einfach nichts. Diese Starterkämpfe sind immer so langweilig teilweise. Ich weiß gar nicht, kann er schon Schnabel oder kann er nur Pfund? Ich glaube, er kann nur Pfund. Ach Mann, Alter. Kriege ich einfach einen Crit und GG? Niemals. Wir machen weiter. Erst jetzt erreichen wir unser Maximum. It's over 9000! Okay, wie viel macht der Pfund? Uiuiui, ui, das ist eigentlich mehr als mir lieb ist, weil wir halten nur noch 3 Angriffe aus. Oh oh. Oh oh. Crit? Okay, wir müssen ihn in 2 Runden besiegt haben. Reicht es? Okay, es sollte reichen. Kein Crit? Okay. Das war mal ordentlich knapp. Holy shit. Oh, immerhin erreichen wir Level 6. Das ist schon mal ganz gut. Huiuiui, erster Kampf und direkt spannend. Das ist mir nicht so lieb. Okay, kriegen eine Menge KP dazu. Interessant. Was sagst du da? Wir haben verloren? Ja, easy. Get on my level. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. Und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Bis später, dann Hamster. Was ist denn los, Schatz? Du liebes bisschen, das hast du alles erlebt? Du und Lycos, ihr könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Eibe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Deswegen hast du jetzt erstmal Hausarrest. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Hamster, ich denke, du sollst Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in St. Gamma, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, und ich habe hier noch etwas für dich. Hamster, hier, zieh dir an. Das beste Item in Game. Dankeschön. Nach St. Gamma zu gehen, ist schon ein Abenteuer für dich, nicht wahr? Mit diesen Turbotrainern kommst du viel schneller an einem Ort zu anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Ziehe deinen Turbotreter an und gehe auf neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Oh Gott, die Turbotreter sind einfach die beste Erfindung in ganz Pokémon. So ohne Scheiß. Die sind so gut. Bist du langsam? Oh, Hamster, ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und denk mal nach. Wir fangen jetzt mit Hilfe unserer Pokémon, weil die so unglaublich stark sind. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen kann uns niemand etwas. Nein. Hey, Hamster, den See in der anderen Richtung. Ah, mein Gott, Junge, bist du eigentlich komplett retardet. Willkommen am Wahrheitsufer. Haha, wir sind fast am See. Mach dich breit. Nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir das hier sage. Es ist hier, denn das steht da. Das steht da doch auf dem Schild. Was geht hier vor? Der Fluss der Zeit. Der sich drehende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin. Ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Junge, hier geht's nicht um Kyogre. Lasset mich durch. Tretet zur Seite. Was soll das denn? Das ist ein komischer Kerl. Na gut, schnappen wir uns das legendäre Pokémon. Oh, wow, da hast du das gehört, Hamster? Das war der Schrei des legendären Pokémon, das muss es gewesen sein. Alles klar, hier der Plan, wir fangen es ein. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nichts dabei, wir können es überhaupt nicht einfangen. Uns fehlen die Pokébälle, du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ah, ohne die können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Ob Professor Eibe uns welche gibt, wenn wir ihn die ganze Zeit fragen? Du weißt doch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir einfach mit ihm vorbei, okay, Hamster? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst beim Professor in St. Gamma ist, hat gewonnen. Holy shit, den zu synchronisieren ist irgendwie sehr anstrengend. Weil er selbst einfach sehr anstrengend ist. Oh, unser erster Wild Encounter. Es ist ein unglaubliches Staralili Level 3. Oh mein Gott, das wird natürlich ein harter Kampf. Haben wir aufgeheilt? Okay, Gott sei Dank. Ich habe komplett vergessen nachzugucken. Okay, Kratzer. Ich nehme die Erfahrungspunkte jetzt einfach mal mit, damit wir gleich safe einen Pokémon fangen können. weil ich nicht weiß, wie viel Geld wir dabei haben und wie viel Geld wir bis dahin bekommen. Und ich dementsprechend auch nicht weiß, wie viele Tränke wir uns leisten können. Von daher wäre so ein Level 7 eigentlich ganz gut. Und ja, das sind halt ein paar easy Erfahrungspunkte, die wir hier mitnehmen können. Bam! Sehr schön. Oh, guck mal, das war mehr, als ich erwartet habe. Wilde Pokémon halten sich bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, laufe durch das hohe Gras. Und wenn du ihnen aus dem Weg gehen willst, musst du hohes Gras meiden. Alles klar. Hallo? Lass die Gesundheit deines Pokémon nach und... Ne, lassen die... Warte, was? Lässt die Gesundheit deines Pokémons nach und damit seine KP, sollst du nach Hause gehen und dich ausruhen. Ah, ein Hinweis, dass deine Mutter die Pokémon heilen kann. Okay, was bist du für einer? Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass mit der Gesundheit eines Pokémons die KP, in KP gibt, Kraftpunkte, gehen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Nimm die KP eines Pokémon ab, solltest du ihm einen deinem Trank heilen. Hier, ich schenke dir einen. Nimm nur, der kostet nichts. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Nice. Okay. Oh, ein nächster Encounter. Was gibt's denn hier noch so außer starre Lilis? Unglaubliche Bidoofs oder halt Bizas. Ach ja. Das ist ein süßes Pokémon. Vom Design her eigentlich... Obwohl, nee, ich nehme es zurück. Nevermind. By the way, ist es sehr komisch, das jetzt aufzunehmen, weil der Bildschirm sehr, sehr klein ist, weil ich ihn nicht größer ziehen kann. Er ist halt wirklich jetzt Originalgröße wie beim DS und ich kann ihn wirklich nicht größer ziehen, wahrscheinlich wegen dem Touchscreen. Ich habe es gerade mal nebeneinander gehalten, das ist wirklich exakt die gleiche Größe. Und das ist irgendwie weird, weil den GBA-Spiel konnte ich mal schön groß ziehen, aber den jetzt nicht. Oh, wir haben schon Gluter lernen. Nice. Sehr schön, sehr schön. Diesen Vorsprung kannst du herunterspringen, so kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Denn wir sind schon in Sandgämme. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist unser Fokonol-Lobor. Wir gehen einfach durch die Tür und... Bums! Was? Ah, du bist es, Hamster. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Hamster. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Wie dem auch sei, gehen wir rein.